Hi Leute, willkommen zurück. Danke fürs Wiedereinschalten zum nächsten Part und damit zum ersten Testspiel. Aber vorweg nochmal danke an euch. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich die U19-Mitarbeiter finde. Ja, ich hätte drauf kommen können in der U19. Aber danke euch. Wir schauen jetzt vorher noch auf das hier und da sehen wir, das sind unsere derzeitigen U19-Mitarbeiter. Sind scheinbar im Torwarttraining. Also das ist generell die aktuellen Attribute für den Trainerstab, das Torwarttraining ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Terry Mason ist ein ganz cooler Torwarttrainer. Aber wenn wir so schauen, wir haben einen Trainer, einen Assistenztrainer, einen Co-Trainer und einen Fitnesstrainer. Das heißt, wir sollten schon schauen, dass wir in die Richtung gehen, dass wir ja hier das Trainerteam vergrößern. Also ich würde auf jeden Fall noch Assistenztrainer aufnehmen, vielleicht sogar noch einen zweiten Torwarttrainer. Und was noch wichtiger ist, medizinische Abteilung, da ist gar nichts. Also wir brauchen zumindest ein Physio, einen Sportwissenschaftler, einen Arzt, irgendwas, werden wir da auf jeden Fall brauchen. Und Scouting-Abteilung, ja, es wäre möglich, einen eigenen Scout für die U19 zu holen. Auch das könnte man uns überlegen. Habe ich bisher allerdings noch nie gemacht. Generell ist es ja so, dass ihr wisst, oder einige von euch wissen, dass ich ja die Mitarbeiter eigentlich immer ganz gerne abgebe. Aber nachdem ihr wollt, dass wir das selber machen, werden wir das jetzt eben auch selber machen. So. Physio, da werden wir jetzt ein bisschen runtergehen. Also wir brauchen keinen ganz so teuren Top-Physio. Wer ist der Peter Brandt? Der ist ein Peter Brandt. Der Peter Brandt. Peter Brandt. Medizinisch U19 Physio. Ich habe keine Ahnung. Oh, 229.000 ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Liam Horgan. Ja, sowas stelle ich mir eher vor. Auf jeden Fall gleich mal 2 Jahre. Das passt dann schon vom Gehalt her. So, dann werden wir noch einen Sportwissenschaftler nehmen. So, Attribute. Da haben wir hier die Sportwissenschaft. Disziplin und Zielstrebigkeit ist mir überall wichtig. Da haben wir Josh Hook, das war wieder ein Engländer. Aber der wird, glaube ich, eher teuer sein. 136.000. Se Maria Campes aus Portugal. Noch teurer, okay. Stefan Telch. Endlich mal wirklich ein Deutscher. War eigentlich auch ganz gerne einen deutschen Mitarbeiterstab. So, U19 Sportwissenschaftler auf 2 Jahre. Gut. Dann, was brauchen wir noch? Wir werden noch in Richtung Scouting gehen. Nehme jetzt echt mal einen U19 Scout auf. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was so eure Erfahrungen damit sind, aber ich probiere es halt mal. Wir nehmen da einfach wieder einen, der nicht zu teuer ist und dann dürfte das schon passen. Bedingungen hinzufügen oder schauen wir uns einfach mal die durch. So viele sind es eh nicht. Mal kaum Elias. Fähigkeiten, Potenzial. Boah. Okay, der war Chef-Scout bei Fulham und Scout bei Liverpool. Der könnte etwas teuer sein. Scout bei Saint-Étienne, der wird nicht für unsere U19 scouten. Chef-Scout bei Schachtar Donetsk, okay. Gehen wir mal ein bisschen runter da. Den Nedergaard, Chef-Scout bei Nordsjælland und Odense. Ach, das ist eigentlich ein bisschen zu heftig. Igel. Machen wir es ein bisschen anders. Gehen wir auf Nationalität Deutschland. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter von den Fähigkeiten her. Wobei die Beurteilung Potenzial ja fast wichtiger ist als seine derzeitigen Fähigkeiten, finde ich. Das heißt, wir werden mal das anmachen. Das ist schon mal schlecht. Beurteilung Potenzial. Christian Wilkens, Kopenhagen Scout. Ist jetzt nicht ganz so gut, kostet 62.000. Kann er nur für die zweite Mannschaft nehmen, aber nicht für die U19. Also geht das eh nicht. Okay. So, für die zweite Mannschaft bringt es nicht ganz so viel. Ich meine, ihr habt zwar gemeint, wir sollen für die zweite Mannschaft aufbauen, aber das ist auch ganz wichtig. Ich habe mal gelesen, beziehungsweise hat jemand von euch mal vor Ewigkeiten geschrieben, dass es nichts bringt, die zweite Mannschaft aufzubauen, weil es ein bisschen das Zufallsprinzip ist, welche Mannschaft jetzt aufsteigt. Da geht es ein bisschen um die Reputation und um Wahrscheinlichkeiten. Und man kann das nicht wirklich beeinflussen, indem man eine starke zweite Mannschaft macht. So habe ich es gelesen, deswegen habe ich dann aufgehört, auf zweite Mannschaften zu setzen, wenn die nicht in einem Ligasystem sind.
weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind. Vielleicht könnt ihr da mal dazu kommentieren. Ich bin mir da eben nicht ganz sicher. Das ist das, was ich gehört habe. Gut, 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 gut. Dann werden wir mal keinen Scout nehmen. Dann gehen wir jetzt in Richtung Assistenztrainer. Und da ist es ganz wichtig. Ich lösche die Sachen jetzt mal. So, wir brauchen einen Assistenztrainer. Und der muss jetzt einiges können. Der muss nämlich mit Arbeit mit jungen Spielern muss gut sein. Das ist mal ganz wichtig. Dann braucht er eine gute Zielstrebigkeit, hätte ich gesagt, und Motivationsfähigkeit. Also das hätte ich sogar lassen können. So, damit trennt sich schon mal einiges. Das ist die Spreu vom Weizen. Pablo Garcia, U19-Trainer. Ja. So, jetzt schauen wir aber noch auf die Fähigkeiten. Wir brauchen natürlich auch ein paar Attribute. Ich würde sagen, dass wir einen für die Offensive nehmen. Nur kurz schauen. Wir können da gerne ein bisschen runtergehen. Von Marcelo Gomez. Argentinier, sehr, sehr stark. Marcel Rapp, da hätten wir wieder eine deutsche Lösung, U19-Trainer von Hoffenheim gewesen. Ich weiß nicht, ob der jetzt bei uns Assistenztrainer werden möchte. Würde er sogar machen, aber ist halt eher teurer. Aber bei Trainern möchte ich nicht zu viel sparen. Machen wir die 115.000, dann nehmen wir noch einen für die Defensive. Da hätten wir eh nur ihn hier, der war Assistenztrainer bei Chelsea. Okay. Verteidigung runter auf 14. Erling Mo. Starker norwegischer Trainer. Der wahrscheinlich viel zu teuer ist. Na gar nicht mal. Nicht schlecht. Sehr cool. Den nehmen wir auch gleich. Und dann würde ich. Ich meine, der Torwarttrainer ist eigentlich relativ gut. Vielleicht nehmen wir dann doch irgendwen, der anderes drauf hat. Taktik und Technik wäre nicht schlecht. Nehmen wir einfach beides. Sergej Rebrov, wie geil ist denn das? Aber der war unter anderem bei Ferencvaros Trainer, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ja, viel zu teuer als Assistenztrainer. Aber ist ja lustig. So. Wesley Carvalho. Brasilianer, war U20-Trainer in Portugal. Der sieht halt auch nicht so schlecht aus. Auch relativ teuer, aber Technik und Taktik sind wichtig und der ist schon ein richtig guter Assistenztrainer. Also da geht dann auch echt was weiter. Ich nehme den jetzt einfach auf. Da geht dann halt wirklich was weiter mit den Jungs. So, und jetzt haben wir den nächsten Test. Ich freue mich wahnsinnig, dass es losgeht. Geht jetzt Rakowski eigentlich? Weil ihr gemeint habt, ihr würdet generell keine drei Torhüter nehmen. Ich meine, jetzt habe ich Anto schon verpflichtet. Aber müssen wir halt schauen. Ich suche jetzt Rakowski nochmal anzubieten, auch zur Leihe von mir aus, wenn sie das Gehalt übernehmen. Ah ja, da soll ich auch in die Einstellungen schauen und standardmäßig schon einstellen. Das kann man bei Mitarbeiter und Assistenten, glaube ich, machen. Persönlicher Assistent, Prozentsatz des monatlichen Betrags beim Gehalt auf 100%. Die Leihgebühr, die geben wir dann immer auf nicht angegeben. Also machen wir das so. Danke für den Hinweis. Das stimmt ja echt, das ist echt immer voll nervig, das zu machen. So, jetzt schauen wir mal, wen wir auf der Bank noch brauchen. Papadopoulos ist halt jetzt die Geschichte. Wann geht der? Interessiert sind so viele. Aber der Junge ist halt auch nicht ganz so billig. Tiro wird leider auch gehen. Leider in Anführungszeichen. Ich mag ihn halt, aber fußballerisch reicht es halt nicht. Bin ich schon komplett blind? Wo ist unser... Da ist Semedo. Ja, ich war wirklich blind. Dann brauchen wir einen zweiten Innenverteidiger. Wir haben jetzt Van der Werf und Van Drongelen im Moment. Das heißt, da fehlt uns wer. Semedo, Rogerio, jetzt muss ich kurz schauen. Ich habe echt keinen Überblick mehr, weil so viele sind. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal in die zweite Mannschaft verschieben. Diejenigen, die
Der hat sich bereits auf einen Transfer geeinigt, deswegen kann ich ihn nicht verschieben. Egal. Wo ist Katic? Ah, der ist rechts hinten, deswegen, meine Güte. Stimmt natürlich. Das heißt, nehmen wir Klünter auf die Bank noch zusätzlich. Muss das dann ein bisschen ordnen. Machen wir so. Katic darf natürlich spielen statt... Achso, Moment mal, wie spielen wir jetzt? Wir haben Holstein Kiel, dann haben wir VfL Bochum. Ist Bochum stärker oder Kiel? Bochum zweite, Kiel zweite. Ziemlich egal. Und dann würde ich sagen, wenn wir einmal mit einer Mannschaft spielen oder wir wechseln in der Phase jetzt noch durch, lassen dann die zweite spielen. Und lassen dann die erste Mannschaft spielen, das können wir natürlich auch machen. Semedo ist auf der Bank. Mit Van der Werf in der Innenverteidigung. Rogerio haben wir links. Rechts hinten haben wir halt jetzt das Problem, dass wir da niemanden haben, weil ein Wagnermann länger ausfällt. 2 Monate. Schaut es in der U19 aus. Ivan Vukovic. Junger Kroate, den werden wir im Moment einfach mal holen. Dem wird es auch ganz gut tun, weil der ist eh schön talentiert. Soll der mal in die erste. So, dann haben wir die Verteidigung. Lucas Silva möchte ich nicht mit Geis spielen lassen, sondern gleich mit McKennie. Ich mache das jetzt. So, McKennie wollte ich jetzt nicht löschen, wurscht. Ich mache das jetzt wirklich der Reihe nach, damit wir schön eine Übersicht haben. So, McKennie wird natürlich hier spielen. Die Frage ist nur, ich glaube, wir werden die beiden auf die 8 stellen. McKennie mal als Box-to-Box-Spieler. Testen, wir können ihn aber natürlich auch Ballerobern spielen lassen, weil das hätte er auch ganz gut drauf. Da können wir dann aber schauen, wenn wir gegen schwächere Gegner spielen, zum Beispiel, dass wir das so machen. So, Geist, dann brauchen wir einen zweiten DM. Das wird in dem Fall Eduardo Duarte sein. Dann haben wir für die Flügel. So, Ferrati wird noch brauchen. Maximal 75 Minuten empfohlen, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Filipovic nehmen wir mit. Wir nehmen Gabriel nicht, Papadopoulos nicht, José Lu können wir natürlich generell mitnehmen. Brauchen natürlich auch einen Eggestein. Und da sehen wir dann eigentlich, Suarez haben wir noch. Das Träger, das ist dann halt einfach als zusätzlicher Spieler mit dabei. Wird aber wahrscheinlich jetzt eh gehen, sonst können wir David, der ist auf der Wunschliste von so vielen Clubs, den sollten wir eigentlich auch wegbekommen. Wir könnten sonst noch schauen, ob wir noch einen talentierten Spieler irgendwo unten haben. Ist mit den beiden jetzt eigentlich Pompetti und die kriegen wir beide nicht weg im Moment. In der U19 Stärke. Boah. Also der ist halt schon ein mega Talent, aber dem verleihen wir gerade. Dick Propper wahrscheinlich auch. Zoran Ibrix, Lukas Lima. Also ich freue mich schon sehr auf unsere Talente, muss ich echt sagen. Aber ich lasse die jetzt einfach mal unten. So, wir werden es so angehen. Das heißt, wir haben dann, müssen dann halt am Flügel irgendwie improvisieren mit einem Eggestein oder José Lu vielleicht. Aber das werden wir schon schaukeln. Spielpraxis ist jetzt eigentlich noch sehr gut, also wir brauchen uns da jetzt in der Vorbereitung darüber nicht so wirklich Gedanken machen. So. Gut. Dann legen wir los. Aber McKennie braucht Spielpraxis, sehe ich gerade. Also da sollte man dann schon schauen, dass wir ihn vielleicht ein bisschen länger spielen lassen. Vielleicht das Pereira, aber Kronholm ohne Probleme. Bin gespannt, wie sich dann die B-Mannschaft macht.
Vielleicht macht es uns sogar Sinn. Moreno, McKennie, an die Latte, schade. Das wäre natürlich zu geil gewesen nach 7 Minuten bei seinem neuen Verein. Wir könnten sonst auch wirklich die Jungs heute durchspielen lassen, dann gegen Bochum die zweite Mannschaft spielen lassen. Wäre nicht so schlecht. Oder mit einem weiten Abwurf, Douglas Santos. Kennedy. Moreno. Also in der Bundesliga macht er die normalerweise, aber wir spielen sehr gut bisher. McKennie mit dem Seitenwechsel, Moreno. Und da ist ab. Also wir kommen auf jeden Fall immer wieder sehr gefährlich vors Tor. Die 100%igen, die Hochkaräter, die fehlen halt derweil noch. Aber das werden wir auch noch schaukeln. Schwacher Ball von Lucas Silva. Trangele ein bisschen unnötig, aber wir haben ihn. Douglas Santos. Moreno. Nochmal Moreno. Yes. Sehr schön. Wollen wir aber, glaube ich, nicht nochmal anschauen, oder? War nicht so spektakulär. Boah, da kommt Katic am langen Pfosten nochmal ran. Okay, jetzt hat aber einen Schlag abgekriegt, den werden wir jetzt gleich runternehmen. Aber wisst ihr was, ich lasse Joselu spielen. Uns den mal ein bisschen genauer noch anschauen können. Eggestein spielt dann einfach die nächste Partie durch, da gehen wir bei Ab wahrscheinlich kein Risiko ein. Also jetzt haben wir ein bisschen nachgelassen. McKennie ist der Einzige, der selbstgefällig ist. Der hat unseren Spirit noch nicht so wirklich mitgekriegt. Und wir nehmen halt Spiele ernst. Günther auf Douglas Santos. Douglas Santos. Starker Pass in die Tiefe von Drongelen, der Winkel ist spitz, da kommt von hinten jemand an, aber Roda gar keine Probleme. So. Was ich sehe, gefällt mir weiter so, wir lassen die gleiche Mannschaft heute durchspielen. Tor. Joselu im Abseits. Sehr gut gemacht. Lucas Silva hat der Platz. Und nützt ihn nicht. So, ich würde nur mal sagen, werdet kreativer, weil da vorne brauchen wir jetzt Kreativität, damit wir da durchkommen. Die stehen relativ dicht, machen es jetzt wirklich eigentlich mit einer kompletten Fünferkette. Drangelen blockt den Schuss.
McKennie klärt. Aber leider kein Konter. Oder doch? Moreno. Geht da irgendwer drauf? Boah, das dauert. Echtes Pressing leider. Wenn du da gut drauf gehst und dann die Mitspieler zustellst, dann kannst du wahrscheinlich deutlich mehr erreichen hier. Pereira. Mal wieder aus der Distanz Assist von McKennie. Sehr schön. Der Junge kann's. Den sollte man echt nicht schießen lassen. Pass von McKennie eigentlich nicht gut in den Rücken gespielt. Aber das wird halt noch ein bisschen dauern. Kein schlechter Freistoß von Pereira. 20 zu 4 Schüsse. Lob sie mal. McKennie, Lucas Silva schön raus auf Douglas Santos. Herrera. Kein schlechter Versuch. Ja, immerhin. Joselu war leider halt auch komplett blass. Die Chance heute auch nicht genützt. Ist die Frage, was wir da echt machen als dritten Stürmer. Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht nur mit zwei Stürmern in die Saison gehen. Also in die Rückrunde. Wegen Joselu ist eh relativ günstig. Kann man das glaube ich schon so lassen. Aber ob wir da glücklich werden, ist die andere Frage. Vielleicht könnten wir irgendwen leihen stattdessen. Könnten wir auch mal schauen. Generell bin ich mit dem Kader, so wie er jetzt im Moment ist, relativ zufrieden. Also ich werde eher im Sommer mehr Geld in die Hand nehmen, für einen neuen Torhüter zum Beispiel. Und um ein paar Ersatzpositionen auch zu verstärken. Ja, können wir sie ruhig loben. Haben nicht wirklich was zugelassen. War ganz ordentlich für den Test. So, Angebot für Colli wurde akzeptiert. Ja, da hätten wir eigentlich eh unseren vierten Stürmer. Mit der Kaufgebühr von 5 Millionen ist halt ein bisschen krass, aber wir können ihn uns ja anschauen. Talentiert wäre er, dann ist die Frage, ob wir Joselu abgeben. Eher ein Marktwert von 2,2. Ich glaube, das werde ich jetzt so und so machen. War ein bisschen unnötig. Naja, unnötig. Das war ja genau das, was er im Endeffekt sein hat sollen. Dritter Stürmer. Schauen wir mal, ob da ein Angebot kommt. So. Wollen sich die Jungs gut erholen? Cipriano bestätigt Wechsel. Sehr schön. Angebot für Bruma. Shanghai, alter Schwede. So, Leihangebot aus St. Pölten. 1400 im Monat zahlen die. Aber er wäre zumindest wertvoller Spieler der ersten Mannschaft. Aber ich habe den sogar auf der Transferliste. Also ich möchte ehrlich gesagt da echt, möchte ihn entweder abgeben oder halt wirklich gut verleihen. Und das ist mir dann deutlich zu wenig. Muss halt öfter probieren. Sao Cipriano mit 1. Juli. Das ist schon sehr cool. 1 Million Gehalt. 21 Jahre ist er jung. Hat noch Potenzial.
Sehr schön. Gabriel will weiter Zukunft diskutieren. Finanziell war das Angebot nicht angemessen. Er kann ab 1,5 gehen. Er denkt, das ist fair. Leihangebote. So, wir sehen wieder Brasilien. Stammspieler, Stammspieler, Stammspieler. Rotation. Stammspieler, aber relativ wenig Geld. Da ist es sehr billig. Wir werden das so machen. Dann haben wir ihn zumindest von der Gehaltsliste. Und dann können wir ihn ja theoretisch mal anbieten. Dass sie ihn dann vielleicht auch fix nehmen oder so. Ich überlege echt, ob ich Gabriel Barbosa, also Gabigol, versuche ein Angebot zu machen für den Sommer. Würde mich irgendwie reizen. Das ist mir zu teuer. Scouting von Lianco abgeschlossen. Ist aber nicht aufregend. Falke ist mir zu alt. Scouting mit dem Diawara wird empfohlen. Ja, ist auch mega stark. Aber mir deutlich zu teuer. So, schauen wir kurz ins Scouting noch. Ein bisschen Zeit haben wir in dem Part noch. Ich möchte echt mal schauen, was Gabigol, wie wir ihn so liebevoll genannt haben, verlangen würde, weil der verdient 5 Millionen bei Inter. 4,4 bis 5,8. Ich weiß halt echt nicht, wie gut der netzt. Wollen die ihn eigentlich loswerden? Scouts sagen, ja auch nicht. Ein Stern könnte er dazu kriegen. Okay, er möchte sich die Optionen so und so offen halten. Das ist für uns aber eigentlich auch nicht so schlecht, weil jetzt theoretisch, keine Ahnung, wenn im April oder Mai dann ein Angebot für Arp kommt, für den Sommer, dann haben wir vielleicht noch Zeit, dass wir uns um ihn bemühen. So, Yoshida geht auf Leihbasis zu Jan Regensburg als Stammspieler, das wäre ganz cool. Moreno bestätigt Wechsel, yes. Das ist schon sehr geil. So, Manchester United hat auch noch ein Angebot für Dolberg abgegeben, den entferne ich jetzt von der Liste. Lenny Borges bekam auch einen Vertrag angeboten von Sturm Graz und Fortuna Düsseldorf. Nicht schlecht. Zwei unserer Ex-FM-Clubs, auch lustig. So, den könnte ich jetzt schon kaufen, aber wozu? Zahlt sich eigentlich nicht aus, weil wir kriegen den so und so bis Sommer gratis vom Gehalt her. Gut, Spielvorschau. Diese Teamauswahl. Jetzt schauen wir, wen wir heute nehmen. Eigentlich stellt sich es eh von selbst auf, weil wir genau eine Ersatzmannschaft auf der Bank haben. Geis wird der Spielmacher sein. Duarte wird daneben Ball erobern spielen wahrscheinlich. Also Duarte ist eher der Sechser. Wir können heute auch mal mit Sechsern spielen. Aber was ich gerade so sehe, ist, dass Duarte dann eigentlich mit Lucas Silva die bessere Idee wäre, weil der wäre auf der Sechs besser. Während McKennie und Geis auf der 8 besser sind. Aber das ist halt blöd. Weil natürlich wären Lucas Silva und McKennie bei mir Stammspieler. Zumindest so geplant. Aber schauen wir mal. Die Aufstellung Suarez natürlich im Zentrum. Dann haben wir Eggestein ganz vorne. Und jetzt wird es interessant. Filipovic möchte ich auf jeden Fall spielen lassen. Die Frage ist, ob rechts nach innen ziehend oder links. Wie schaut es aus mit Ferrati? Maximal 75 Minuten, aber man könnte ihn theoretisch spielen lassen. Ich könnte auch Gabriel heute einfach spielen lassen. Aber wozu, ist die Frage. Jetzt lassen wir Joselu wieder spielen, hilft eh nichts. Ist Rechtsfuß, rechts als Flügelspieler. Ähnliche Katastrophe. Aber ich möchte Ferrati eigentlich auch nicht riskieren. Nehmen wir Ferrati und Filipovic. Ich werde die beiden, kann die nicht tauschen. Ich müsste eigentlich Filipovic als Flügelspieler und Ferrati nach innen ziehen haben, also genau umgekehrt heute. So, und dann könnte man theoretisch den Gabriel zumindest noch mitnehmen, statt, aber es zahlt sich nicht aus. So, achso. Part ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part werden wir dann das Testspiel gegen Bochum machen. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Kader. Wir müssen jetzt ein bisschen verkleinern, dann sollte genug Geld da sein,
um den Kader richtig stark zu machen und dann im nächsten Jahr, ja, wirklich mit dem Ziel, Meistertitel anzugreifen. Mal schauen, ob es klappt. Danke fürs Einschalten. Bis gleich.